Nach dem Berichterstatter Ernest Schwinsackel von der ÖVP kommt es jetzt zur Debatte. Erster Redner ist ebenfalls von der Volkspartei, Silvester Gfrera von der ÖVP Salzburg. Danke, Frau Präsidentin, werte Frau Bundesministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren, vor den Bildschirmen, die unsere Plenumssitzung beiwohnen. Es geht zum einen um meine Kündigung. Die scheint mir zum Tagesordnungspunkt 6 nicht so wichtig zu sein. Schwerpunkt ist Tagesordnungspunkt 7, Abschluss des aktualisierten Abkommens des Europarates über eine ganzheitliche Sicherheit, um Schutz und Dienstleistungen bei speziell Fußballspielen und anderen nationalen und internationalen Sportveranstaltungen sicherzustellen. Sport betrifft wirklich die ganze Bevölkerung von der Wiege bis ins hohe Alter, national und auch international. Ich denke, wenn ein Kind die ersten Schritte wagt und man beobachtet, wie mühsam und anstrengend das ist, dann weiß es gar nicht, dass das auch Sport ist, Bewegung. Und das kann man durchaus mit Sport vergleichen. Und das Gleiche gilt für betagte Menschen, die jeden Tag versuchen, sich mit Bewegung fit zu halten. Und ich denke auch, dass Fitness und Bewegung zur Gesundheit beiträgt. Und das ist auch Sport. Alles, was dazwischen liegt, was in den Schulen passiert, in den Sportvereinen geleistet wird, ebenso wie im privaten Freizeitsport bis hin zum Spitzensport. Das hat für ein Sportland wie Österreich mit seinen Menschen enorme menschliche, gesundheitspolitische und wirtschaftliche Bedeutung. Sport ist emotional, macht Begeisterung, Leidenschaft und ist Herzblut mit dabei. Für die aktiven Sportler als Vorbildwirkung, speziell auch für die Jugend, genauso aber auch für viele Zuschauer und Fans. Wir erleben zurzeit eine wirklich tolle Europameisterschaft. Es wird sie jeder mitverfolgen. Viele tolle Spiele, eine gute Stimmung, begeisterte Zuschauer und Fans. Und ob man sportbegeistert ist oder nicht, da kann man nicht aus. Das nimmt einen mit, ob man will oder nicht. Und das ist wirklich auch gut so. Sport ist verbindend. Was sind jetzt die wesentlichen Änderungen des Übereinkommens aus dem Jahr 1985? Hier einige Schwerpunkte. Der Aufbau von nationalen Koordinierungsstellen ist besonders wichtig. Sicherheit, Schutz und Dienstleistungen in Sportstadien und in öffentlichen Räumen. Die Erstellung von Eventualfall- und Notfallplänen. Die Beziehung zu den Fans und zur örtlichen Bevölkerung. Polizeistrategien und Einsätze müssen entwickelt werden. Die Verhinderung und Sanktionierung von rechtswidrigen Verhalten ist vorrangig zu beachten. Die Errichtung nationaler Fußballinformationsstellen. Was wünschen sich die Menschen und die Fans und die Sportbegeisterten? Es muss für Familien, Fans und Freunde des Sports selbstverständlich sein, angstfrei und ohne Bedenken Sportveranstaltungen zu besuchen. Und wenn es um Sicherheit geht, dürfen wir uns nicht von kleinen, fanatischen und radikalen Gruppen beeinflussen lassen. Das hat nichts mit fairem Sport zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Anspruch muss sein und ist es auch, die Sicherheit für Sportler, für Besucher, Gäste und Zuschauer von nationalen und internationalen Sportveranstaltungen zu verbessern und zu gewährleisten. Zum Abschluss möchte ich noch unserer Fußballnationalmannschaft für die bisherigen Spiele im Rahmen der Europameisterschaft sehr, sehr herzlich gratulieren. Wünsche natürlich, dass noch einige Schritte
vorwärts kommen und für die weiteren Spiele alles Gute wünschen. Danke. Die Sicherheit für Sportler und Besucher müsse bei Sportveranstaltungen gewährleistet und verbessert werden, betont Silvester Gfreerer von der ÖVP Salzburg.